Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transient World 5, der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir stehen hier auf der Strecke, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, denn wir haben ja noch unseren zweiten Teil zu erledigen. Auf der Fahrt von Leipzig Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof ab dem Bahnhof beziehungsweise Braunschweig Hauptbahnhof, nee, Hannover Hauptbahnhof. Muss ja umgestiegen werden in den ICE 944 und genau, mit dem sind wir jetzt hier bis nach Bochum gefahren. Genau, und müssen jetzt, weil wir ja die anderen Strecken leider nicht anfahren können, beziehungsweise nicht nutzen können, aufgrund Streckenmangel, habe ich mir gedacht, wir starten unseren zweiten Teil jetzt hier in Bochum Hauptbahnhof und fahren dann einmal quer durchs Ruhrgebiet bis nach Essen Hauptbahnhof. Mit unserem ICE 944 heute hier in Form von BR401 in GTO Regensburg. Und würde sagen, wir starten damit, die Fahrgäste einsteigen zu lassen und unseren Zug soweit aufzurüsten. Und Route habe ich gelegt. Alles andere müssen wir noch machen. Und ja, ich würde sagen, herzlich willkommen. Gehen wir es an. So, als allererstes mal die Türen öffnen. Dann gehen wir hier mal hin, melden unseren Zug an. Und zwar mit der Zugnummer 944. Zack. Und dann auf Anmelden. Genau. Die Zugsicherungssysteme müssen wir noch einstellen. Wir müssen die AFB noch einstellen. Genau. So. Dann das. Und das und das. Genau. Dann können wir hier noch unser Handy hinlegen, die AFB noch einstellen. Das Ganze auf 40. Ist alles andere als einfach ist. So. Und dann würde ich sagen, können wir soweit abfahren. Wenn die Türen schließen. Und dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. Nächster Halt, Essen Hauptbahnhof. Wir haben zwar noch rot gleich, aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. Aber wir können ja schon mal bis zum roten Signal vorziehen. Fahrmotorlüfter ein. Und dann können wir schon mal langsam vorziehen. Ach, seht mal, jetzt haben wir grün. Sehr schön. Wunderschön. So, dann können wir auch weiter aufschalten. Mindestens 80. Wunderschön. So. Meine sehr verehrten Fahrgäste, ein herzliches Willkommen an Bord des ICE 944 auf dem Weg von Hannover Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann schon Essen Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Dear ladies and gentlemen, welcome on board the ICE 944 from Hannover Main Station to Essen Main Station. Our next stop is Essen Main Station. We will arrive at 1340 at Essen Main Station. We wish you a pleasure journey. Thank you.
zum Beispiel ein gelbes Vorsignal. Das heißt, wir können eigentlich schon wieder in die Bremse gehen. Lässt sich, glaube ich, jetzt nicht vermeiden. So, dann schauen wir mal, warum wir den Rot haben. Jetzt haben wir wieder. Wahrscheinlich ist uns der Regionalexpress vor der Nase. Der ist ja kurz vor uns abgefahren. Ich schätze mal, dass der das ist. Deswegen haben wir hier ein wenig Stau auf dem Gleis, gehe ich mal stark von aus. Können wir auch ausschalten. Wunderschön. So, von Hannover ging es dann natürlich noch über Bielefeld und so weiter, Hamm und all diese Dinge, die wir leider nicht ansteuern können. Dem ist dann halt leider so. Also es käme noch Minden, Bielefeld und Dortmund und ja, Bochum. Und in Bochum sind wir ja dann gestartet, also ab Bochum konnten wir das Szenario halt erst wieder aufnehmen. Weil wir die anderen Strecken halt leider nicht im Spiel haben. Gleich rot und 140. Denkbar, denkbar.
Und minütlich grüßt der HP0. Wahnsinn. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund eines Halbzeitensignals verzögert sich unsere Weiterfahrt um ein paar Minuten. Wir bitten um Verständnis. Unser Gleis ist besetzt, aber nicht mehr lange, wie ihr seht. Der RE6 nach Bochum Hauptbahnhof hat Ausfahrt, so wie es aussieht. Das heißt, unser Gleis wird dann gleich frei. Ja, beides HP0. Wie gesagt, der RE6 hat Ausfahrt, der fährt hier und der wird dann gleich das Gleis hoffentlich freigeben. Ich hoffe nicht, dass der jetzt gleich oder dass er auf unserem Gleis bleibt, weil dann müssen wir den entfernen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr weiter. Vielleicht wird er hier gleich irgendwo da ab. Sieht jetzt aktuell aber so aus. Bin gespannt, wie das funktioniert jetzt. Nach wie vor ist er auf unserem Gleis. Da fährt er. Ja gut, wir hätten immer noch die Möglichkeit, den zu entfernen. Das ist jetzt nicht das große Problem. Also sollte sich das jetzt irgendwie da stauen. Aber der wird ja wahrscheinlich hoffentlich gleich hier auf das Nebengleis, beziehungsweise auf das Nebengleis fahren hier. Und uns dann die Strecke freigeben. Aufs Nebengleis. Der müsste jetzt auch da schon zu sehen sein. Da kommt er. Gezogen von der guten BR146 und wir haben schon grün. Wunderbar. Guten Tag, Kollege. Die Bremse sollte gelöst sein, sonst funktioniert es nicht klar. Ach, warum haben wir denn keine... Hä? Die Schluss, die Spitzensignale nicht?
Um Himmels Willen. Die Spitzensignale nicht an, das geht ja gar nicht. Wunderschön. Einfach nur traumhaft. Einfach nur traumhaft. Ach, warum? Ich hab doch. Ja, das kommt dabei rum. Wenn man Außenaufnahmen macht, kommt dabei rum. Passiert halt. Ja, haben wir es dann. Was doch. Dann haben wir es doch. Genau. Einmal da drauf drücken. So, dann wollen wir noch mal. Das war jetzt. Ich habe mir sowas Ähnliches schon gedacht, dass das passiert, wenn ich Außenaufnahmen mache. Ich hätte vielleicht doch einmal das HUD anmachen sollen, aber egal, passiert halt. Passiert halt. Aber wir sind ja eh gleich da. Also von daher. Hätten wir jetzt die Zwangsbremse nicht gehabt und nicht das rote Signal, hätte ich mit 13:40 gar nicht so schlecht gelegen in meiner Durchsage. Aber jetzt verspätet sich das Ganze um ein, zwei Minuten. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Fast die nächste Zwangsjacke gehabt. Habt ihr das gesehen? In dem 500-Hertz-Magnet. Eieiei, das war gerade noch rechtzeitig. Warum? Ich weiß warum. Wahrscheinlich wegen Befehl 40, oder? War das wegen Befehl 40? Ach, ist mir auch egal. Jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warum haben wir jetzt die Zwangse?
Ich schätze mal wegen Befehl 40, gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich gehe mal vom Befehl 40 aus. Was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Naja, zwei Zwangsen, kurz hintereinander, muss es auch mal wieder geben. Naja, so ist das halt. Ach, da fährt mal wieder meine Lok. Ach, sehr schön. Da werden wir noch überholt von einer Quitschi in Doppeltraktion. Sehr schön. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen unseren Endzielbahnhof Essen Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und würden uns freuen, wenn Sie demnächst wieder an Bord eines ICE-Fernverkehrszugs Sie demnächst wieder in einem unserer Fernverkehrszüge begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. So. Rechts die Türen entriegeln. Und dann haben wir hier fertig. In Essen Hauptbahnhof. Sehr schön. Das war also unsere Reise von Leipzig nach Essen mit dem IC 2044 von Leipzig nach Dessau Hauptbahnhof und mit dem ICE 944 von Bochum Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof. Würde der jetzt eigentlich noch weiterfahren oder Essen ist tatsächlich Endstation, ja. Ne, der würde nach Düsseldorf noch fahren, aber so weit können wir leider nicht fahren. Wir können ja eigentlich vielleicht sogar noch bis Duisburg fahren. Das können wir ja vielleicht noch machen. Machen wir auch. Genau, wir tun jetzt so, als wären wir das neue Zugpersonal und fahren den Zug dann noch weiter Richtung Düsseldorf. Genau, das machen wir. Das machen wir ja. So, der neue TF steigt ein. So.
So, legt er sein neues Handy dahin. Genau. Kommt hier einmal im GSM, da ist soweit alles okay. Abfahrt ist 13:50 Uhr. Genau. Soweit alles gut. Wir legen eine neue Route. So, bis nach Duisburg. So, wir haben grün. Schauen uns noch einmal hier um, ob wir irgendwas zu beachten haben. Aber es sieht soweit gut aus. Trotzdem macht man einmal einen Rundgang. Aber das sieht, wie gesagt, soweit ganz gut aus. Das sieht soweit ganz gut aus. Alles klar. Dann gehen wir wieder zum Führerstand. Weil wir haben 2 Minuten Ausfahrt. So, circa 1,5 Minuten bis 1 Minute vor Abfahrt schließen wir die Türen. So. Da schließt ihr euch auch noch. Jetzt sind sie geschlossen. Gut. Dann das Fenster wieder zu. Setzen uns hin und warten auf das Abfahrtssignal. AFB erstmal auf 20. So. So, wir haben den Fahrauftrag bekommen vom Zugchef, das heißt, wir lösen die Bremse. Schließen die Türen erstmal. Ach, haben wir doch schon. Mein Gott, wir sind völlig durcheinander, ey. Völlig durcheinander. Ganz ruhig jetzt. So. So, nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Sich.
Meine sehr verehrten Fahrgäste, es begrüßt Sie das neue Personal im ICE 944 von Hannover Hauptbahnhof über Minden Hauptbahnhof, Hamm Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, schließlich Düsseldorf Hauptbahnhof. Mein Name ist der Denny Spitters. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt ist dann schon Duisburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Die Ladies and Gentlemen, welcome on board the ICE 944 from Hannover to Düsseldorf Hauptbahnhof over Minden Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Hauptbahnhof. Our next stop will be Duisburg Hauptbahnhof on Platform 2. We wish you a pleasant journey. Ach geil, IC. Leider ohne Steuerbahn. Sehr schön.
30. So, 6 Kilometer noch, dann sind wir auch schon in Duisburg, wo unsere Fahrt leider endet. Bis Düsseldorf können wir nicht. So, 40. Und dann endet gleich unser Fortsetzungsszenario mit der Fahrt von Leipzig Hauptbahnhof über Dessau Hauptbahnhof, über Hannover Hauptbahnhof, Minden Hauptbahnhof, Bielefeld Hauptbahnhof, Hamm-Westfalen-Hauptbahnhof. Bochum Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof und schließlich Düsseldorf Hauptbahnhof. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann auch unseren nächsten Halt in Duisburg Hauptbahnhof. Wir wünschen allen Fahrgästen, die ein- die aus- oder umsteigen, noch einen wunderschönen Tag. Unser Zug macht sich dann nach kurzem Aufenthalt weiter auf den Weg nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Diese scheiß SIFA. Mann, ich hab's doch rechtzeitig gedrückt, Herbert. So schön der eine ICE auch ist, aber der ist ein bisschen empfindlich.
Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir fahren dann. Wir erreichen Duisburg Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, damit hätten wir das soweit. Damit hätten wir unsere Fahrt von Leipzig Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof abgeschlossen mit dem Zusatzhalt in Duisburg Hauptbahnhof. Der Zug wird sich dann gleich weiter machen auf dem Weg zu seiner Endstation Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich hoffe, das ganze Projekt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Restwoche. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr bleibt friedlich. Und ja, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Passt auf euch auf. Gehabt euch wohl eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und Tschüss.